willkommen zu diesem Video. Ich nehme euch heute mit bei meiner kompletten Urlaubsvorbereitung quasi, weil morgen geht es ja für uns schon in den Urlaub und deshalb muss halt noch allerlei erledigt werden. Also unter anderem nehme ich euch halt auch mit beim Sachenpacken, aber auch bei meinem nächsten Termin und darauf freue ich mich schon total, weil ich habe nämlich gleich wieder einen Nageltermin, weil wie ihr seht, habe ich gerade keine Gelnägel mehr. Das habe ich schon seit dem neuen Jahr nicht mehr, weil ich einfach jetzt mal 2 Monate Pause gemacht habe, damit sich meine Nägel auch so ein bisschen erholen können. Aber ich freue mich jedenfalls total darauf, endlich wieder schöne Nägel zu haben. Deshalb geht es für mich jetzt gleich auch zum Nageltermin und da lasse ich Gelnägel machen und auch eine Pediküre, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann kann der Urlaub quasi schon starten. Und danach geht es dann auch schon an Sachen packen und alles noch ein bisschen ready für den Urlaub machen. Und dabei nehme ich euch natürlich auch mit. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr solche Videos mögt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wenn ihr irgendwelche anderen Videos sehen wollt oder irgendwelche Fragen euch auf dem Herzen liegen, auf die ich eingehen soll, schreibt das super gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, muss ich jetzt gleich auch mal los. Und weil ich dazu schon mal eine Frage bekommen habe, zeige ich euch jetzt mal mein OOTD. Also die Bluse ist von Halhuber und die hat so süße Ärmelchen, die unten ein bisschen weiter aufgehen. Und das ist mein OOTD. Und damit in der Zeit auch schon meine Haarkur einwirken kann, habe ich sie hochgemacht. Ich finde, es fällt auch so eigentlich gar nicht auf, dass ich schon eine Haarkur eingemacht habe. Weil es ist natürlich nachher auch noch Haare waschen und ein bisschen Selfcare dran. Aber als allererstes würde ich sagen, geht es dann mal los zum Nageltermin. Ich freue mich schon. Alles ist gemacht und für mich geht es jetzt ans Packen und dabei nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Und das sind die Schuhe, die ich mitnehme. Das ist vor allen Dingen meine silbernen Timberlands, dann einmal so goldene Schneeschuhe und meine schwarzen Moonboots. Und das sind die Mützen und Handschuhe und Ohrwärmer logischerweise, die ich mitnehmen werde. Dadurch, dass die meisten Sachen ja grau, schwarz oder weiß sind, die ich mit habe, dachte ich, die passen am besten. Und natürlich darf auch so ein Fellstirnband nicht fehlen. Das habe ich von Amazon. Aber ich fand es eigentlich ganz süß. Und natürlich nehme ich auch meine ganzen Skisachen mit. Aber da habe ich ja im Unboxing-Video gezeigt, was ich da mitnehmen werde. Und auch bei der Bademode bleibe ich meinem Thema Schwarz-Weiß treu und werde diese beiden Badeanzüge mitnehmen. Ich finde den eigentlich richtig süß. Der hat in der Mitte so Details und den mag ich auch total, weil der halt total am Rücken ausgeschnitten ist, weil unser Hotel nämlich einen Spa-Bereich hat. Und ja, dann freue ich mich schon, nach dem Skifahren den nutzen zu können. Also ich habe jetzt endlich alles eingepackt. Ich muss gestehen, ich habe es auch wirklich bis zur letzten Minute rausgezögert. Also es ist jetzt schon fast 23 Uhr und eigentlich bin ich auch schon ganz schön müde, bin ich ehrlich. Zumal wir halt morgen früh auch eigentlich um 7 losfahren wollen. Mal schauen, ob das was wird. Jedenfalls geht es für mich jetzt gleich noch ins Bad. Da werde ich trotzdem mir noch ein bisschen Selfcare gönnen und werde mir noch eine Maske drauf machen und auch meine Haare waschen. Und dann kann es morgen auch schon losgehen. Deshalb verabschiede ich mich jetzt heute hier auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allem hoffe ich natürlich auch, dass ihr hier am Sonntag nächste Woche meinen Urlaubsvlog nicht verpasst, wo ich euch natürlich auch überall mitnehmen werde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye!